Der Suezkanal ist endlich wieder frei. 5 Tage nach der Bergung des havarierten Containerriesen Ever Given hat sich der Rückstau auf einer der wichtigsten Wasserstraßen der Welt komplett aufgelöst. Alle wartenden Schiffe konnten den Kanal durchqueren, teilte die ägyptische Kanalbehörde mit. Über 400 Frachter, beladen mit über 26 Millionen Tonnen Waren, hingen dort zuvor wegen der Ever Given fest. Das Schiff, so groß wie 4 Fußballfelder, war am Dienstag vergangener Woche während eines Sandsturms auf Grund gelaufen. Danach steckte es quer im Kanal fest und blockierte den Wasserweg, der Asien mit Europa verbindet, fast eine Woche lang. Am Montag war es Spezialisten dann gelungen, die Ever Given wieder flott zu machen. Der Schaden durch die Blockade könnte hunderte Millionen Euro betragen.